So Leute, willkommen zurück. Wir sind wieder da, wo wir aufgehört haben. Ich habe den Sound jetzt mal lauter gedreht. Habe ich doch, oder? Ich gucke nochmal ganz kurz nach. Tut mir leid, Leute. Ja, der Sound ist jetzt ein bisschen lauter um 5%. Ich gucke jetzt einfach mal, wie es ist, wenn wir damit aufnehmen. Also 5% lauteren Sound, weil er war dann doch ein bisschen leise. Aber egal, wir versuchen es jetzt mal so, wie ich es geplant hatte. Wir sollten anfangen, die Dinger zu sammeln. So, wie hatten wir das geplant? Hier erstmal so einen hin. So, dann bewerfen wir sie wieder. Hier einen Frosttower hin. Okay, könnte blöd enden. Ach, hier kommen nur die kleinen Viecher, oder wie? Können wir uns schnell den? Da kommen echt viele von den kleinen Viechern. Ich brauche ganz dringend eine Palme mehr. Da ist ja einer. Ganz schnell da hinstellen. So. Schieß, schieß, was das Zeug hält. Schneller, schieß! Das war doch nicht so optimal geplant. Weiter sammeln, weiter sammeln. So. Slowen wir sie hier nochmal. So. Okay, doch schön am Sieg. Stellen wir uns mal hier hin, hoffen, dass es reicht. Sieht aber gut aus momentan eigentlich. Sammeln die Münzen ein, wo ich immer noch nicht weiß, wofür sie sind. Ihr braucht mir auch keine Tipps geben, Leute. Ich nehme das hier gerade im Voraus auf, so ein bisschen. Könnte also sein, dass ich schon größtenteils durch bin, wenn ihr den ersten Part überhaupt seht. Gut, hat geklappt. War eigentlich... Hätte besser klappen können. What the fuck? Ey, das waren aber gerade viel mehr. Als ich jetzt da wirklich liegen hatte. Well done. 1/6 geschafft. Ich bin ja mal gespannt, wie viele Welten es gibt. Gibt es eine neue Dinosaur-Art? Nein. Wizard the Store. Jetzt können wir aber mal in Store gehen. Fireball. You know, I've had many names in my day, but mainly folk call me Shoppy. Okay, Shoppy. Tours Lava Walk von. Wir kaufen mal einen, kostet eh nur eins. The Dinosaur freigeschaltet. Könnt ihr das sehen? Ne, könnt ihr gar nicht sehen. Ich habe einen Erfolg bekommen, The Dinosaur. Ach, da kann ich mir auch noch Outfits kaufen. Ja, Lady, genau. Veggie-Mode? Achso, Vegetarier-Modus. Ja, da sind da wahrscheinlich die Barbecues zu Dings oder was. Okay, unlock this in 110. Okay, das Feuerding haben wir jetzt. Wir gucken uns erstmal an, was wir machen können. Wir werden auf jeden Fall Laser mitnehmen. Ganz klar. Hier können wir einen sehr schönen Laser hinstellen. Hier machen wir einen Frost-Tower. Hier können wir noch einen Zweier hinbauen. Also Frost, Laser. Hier können wir auch noch einen Laser machen. Und noch ein Frost. Zwei Laser, zwei Frost. Gehen wir das mal kurz ein. Zwei Laser, zwei Frost, ein Zweier. Okay, dann wären wir auch schon fertig. Ach, das ist eine Karte, die muss ich extra mitnehmen. Ne, machen wir nicht erstmal. Ich weiß auch gar nicht, was das kosten würde, wenn ich es einsetze. Egal, wir machen das jetzt erstmal so. So. Zwei, drei. So. Da hätten wir dann die Laser. Eine Palme mehr. Also eine Kokosnuss mehr. Dann hätten wir auch unseren Frosttower. Also jetzt. Wenn wir uns da nicht in den Weg gestellt hätten. Geht aber. Icy Dino. Perfekt, das passt dann jetzt auch, weil jetzt kommen die Kleinviecher. In the future, someone will make a game about this game. Ja, in der Zukunft wird jemand ein Spiel über dieses Spiel machen. Schöner Spruch. So. Ja, läuft doch recht gut eigentlich.
Also momentan kann ich mich nicht wirklich beschweren. Ja, hier wollten wir noch den Frosttower hinmachen. Wir hätten sogar schon fast hinter uns. Ich glaube mal, wir kommen gar nicht mehr an den nächsten Turm. So wie es aussieht. Also weil hier oben wollte ich ja eigentlich noch einen Laser hinbauen. Obwohl, doch, kommen wir sogar noch dran. Gut, dann haben wir wenigstens alle Punkte verbraucht. Alle Kokosnüsse, alle Türme, alle Karten. So, jetzt habe ich das richtige Wort. Alle Karten verbraucht. Und kriegen wieder Münzen. Und zwar in Hülle und Fülle. Ich hätte aber gern mehr Towers. Ja, ein paar übersehen. Egal. 1, 2 und 3. Ich bin ja mal gespannt, wann das erste Level kommt, wo wir nicht alle drei haben. So, Level 1, 8. Langsam aber sehr stark. Beschreibung von anderen Dinosauriern ist ein netter Platz zum Verstecken. So, wir gucken uns nochmal kurz die Karte an. Wir können auf jeden Fall gut mit Lasern eigentlich arbeiten, oder? Das Problem ist, ich bezweifle, dass die Laser wirklich... Hier können wir ein Frosttor hinmachen. Hier ein Laser. Das denke ich mal, machen wir auf jeden Fall. Frostlaser einmal. Okay. Hier können wir auch noch, ne? Die Waage vor allem. Die Frage, machen wir das? Oder machen wir hier noch einen Frost... Hier ein Frost hin und hier nochmal ein Laser. Machen wir das mal. Und wir nehmen mal den mit. Für 3 Kokosnüsse kann ich dann... Oder soll ich echt lieber den mitnehmen? Ich bin mir so unschlüssig. Nein, komm, wir nehmen den mit. Da können wir dann wahrscheinlich einmal so einen Feuerball regnen lassen, um die Viecher zu töten. Aber wir machen es lieber so, würde ich sagen. Es kommen nur 2 Dinosaurierarten. Hier links können wir das auch sehen. Wo wollte ich denn hinbauen? Hier, ne? Der hält verdammt viel aus, muss man zugeben. Nimm doch weg das Ding! Verdammter Mist, ey. Wie? Ich habe ja sonst nichts zu tun. Fuck this shit. Ah, schneller. Das ist jetzt sehr knapp. Weil der Fette hat gut HP. Und mein Laser, den ich jetzt mitgenommen habe, bringt dann leider auch nicht mehr so viel. Also den letzten, den ich hier noch habe. Leider. Aber sollten wir haben. Sollte kein so schweres Problem mehr darstellen. Nee, haben wir. Uiuiuiui. Da habe ich dann doch ein bisschen überschätzt, muss ich zugeben. Ah, da sieht man, wann die Dinger explodiert sind. Ja, ja, ich nehme ja schon. Eine neue Karte. Ein Schock. Tower. Stunts and damage all nearby Dinos with a jolt of electric. Also ja, lähmt die Gegner und macht ein bisschen Schaden an denen. Und wir kriegen 3 Barbecues. Und springen direkt ins nächste Level. Ich will euch ja nicht zu lange auf die Folter spannen. Ach, wir müssen mindestens einmal mitnehmen. Okay. Wie sieht's denn aus? Vom Level her. Hier können wir dann so eine Stuntkarte reinbauen. Oder hier. Bauen wir hier Stun rein. Hier Laser. Also auf jeden Fall einmal Laser wieder. Da gefällt mir sehr gut der Laser-Tower, muss ich zugeben. Oder nee, hier Slow, hier Stun. Genau, hier Stun, hier Slow. Also noch einmal Slow. Warte mal. Nee, hier passt zwar nur noch so ein. Wie viele Karten darf ich denn noch mitnehmen? 2 Stück. Was nehme ich denn dann noch mit? Noch ein Stun und Laser? Machen wir noch einen Stun und Laser. Stun und Laser. Oh, Stun und Laser ist aber sehr teuer.
Das könnte ein Problem darstellen. Fliegende kommen. So, wir haben natürlich... Ah, du solltest die Dinger natürlich auch nehmen. So. Da wollte ich Slow machen. Hier wollte ich die Tesla machen. Das ist blöd. So. This is my freezing song. So, jetzt brauche ich 5 Stück für den Laser unbedingt. Das kriege ich nämlich auf Dauer extreme Probleme. Die ich eigentlich sogar schon habe, um ehrlich zu sein. Weil ich muss den jetzt mit meinen Hauptfigur immer kaputt machen. Und das ist halt nicht so die optimale Möglichkeit. So. Zack. Wow, jetzt habe ich hier oben fast gepennt und einen durchgelassen, um ehrlich zu sein. Ich habe den da oben gar nicht mehr gesehen. Zum Glück stand da meine Figur noch rum. So, die halten hier nicht mehr viel. Also der Stunt Tower ist zwar schön, aber er gefällt mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Aber er lähmt halt sehr gut die ganzen Gegner auf einmal. So, das hätten wir eigentlich, glaube ich, auch schon geschafft. Da bräuchten wir gar nicht mal so sonderlich mehr. Ich kann hier noch einfach so Just for Fun so ein Stunt-Ding hinbauen. War eigentlich hier oben für gedacht, aber so weit kommen die gar nicht mehr. Vor allem nicht, wenn wir es so aufbauen. Ja, das passt auf jeden Fall. Haben wir. Mit diesen Double-Stun, den sie hier abkriegen. Puck, zack, Laser. Und Laser. Geschafft. Was bekommen wir? Money, Baby. Money. Alles mitnehmen. Oder so, so gut wie alles. Ich sag's mal so. 3 Barbecues. 3 Barbecues. Level 1, 10. Das letzte Level in dieser Welt, soweit ich weiß. Nichts Neues. Achso, hier müssen wir jetzt einfach nur nochmal unsere Fähigkeiten testen, denke ich mal. Das ist doch sehr blöd, das Level. Ach, die wollen, dass ich hier mit Tesla arbeite. Tesla und diesen Zweiern-Dinger. Wie viel kann ich denn mitnehmen? 5 Stück, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Wird das klappen? Das wird ultras knapp, ne? Ich kann es ja mal versuchen. Weil so sieht das jetzt für mich aus. Also hier Tesla, da Tesla, da Tesla, da Tesla und hier kann ich Zweier hinmachen. Hier könnte ich noch einen Frust hinmachen. Aber so weit will ich sie gar nicht kommen lassen. Versuchen wir es so. Eine Palme fehlt mir. Oder ich mache erst den. Der hilft mir dann nämlich schon mal so ein bisschen beim Schießen. Und übernimmt halt jetzt meine Arbeit, während ich dann da unten so ein bisschen bin. Um die Dinger einzusammeln. Schnell darüber und wieder zurück. So, Tesla. Lauf schneller! So. Momentan läuft's. Bin mal gespannt, weil die Tesla macht natürlich jetzt nicht so den Ultraschaden. Ich meine, auf diese kleinen Viecher geht's, aber auf diese hier, man merkt's ja schon. Komm, mach kaputt. Sammeln wir schnell den ein und machen den kaputt. Und ein noch. So. Boing Stein, Boing Stein. So, holen wir uns den, stellen uns hier hin und machen hier die nächste Tesla. So, aufladen, aufladen, aufladen. Ich geh mal dahin. Ja. Mach kaputt. Mach kaputt. Mach gut. So, kein Ausbruch. Komisch. Ich hätte jetzt eigentlich schon mit so einem Ausbruch gerechnet, aber wie ihr seht, haben wir die Welle im Endeffekt schon fast hinter uns. Und es schien doch ein bisschen anders geplant zu sein, denn wir haben es im Endeffekt schon durch. Es sind nur noch diese paar Viecher hier.
So, da hätten wir noch eine Palme. Da könnten wir jetzt einfach so aus Sicherheit jetzt nochmal hier einen hinbauen. Aber durchkommen sollten sie nicht mehr. Da ist noch eine Kokosnuss. Und puck. Geschafft. So, was bekommen wir? Wieder Geld. Dum, 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 dum. Na, nimm mit. So. Und ein neues Video. Denke ich mal. Doch nicht? Oh, er sagt mir gerade, dass Shopee neue Sachen hat. Ja, aber... Ich muss zugeben, die Sachen gefallen mir jetzt nicht ganz so. Ich arbeite dann lieber mit Türmen. Warte mal, konnte ich bei denen auch Karten kaufen? Warte mal, wartet mal kurz. Ich hab da... Nee, ich komme einfach nur wieder ins Spiel, okay. Gucken wir uns mal das Level an. Wir haben schon die Station von Anfang an hier. Interessant. Hier kommt Laser hin. Der schießt diese Strecke lang. Mach hier einen Frosty. Auf jeden Fall einmal Laser. Einmal Laser. Oder mache ich hier eine Tesla hin. Und einen Frosty hier hin. Tesla. Frosty. So. Ja, und sonst nehmen wir noch zwei davon mit, was soll's. Da brauche ich jetzt noch unbedingt einen Frosty. Oder ich baue den Frosty sogar hier hinten hin. Falls die wirklich mal so weit kommen sollten. Ja, ich glaube, ich mache das sogar so. Okay, Start. Feed that Lord and they never go home. Machen wir erstmal hier noch einen hin. Wie? Schon der erste Ausbruch? What the fuck? Nee. Nochmal neu. Entschuldigung, Leute, aber das muss ich nochmal neu machen. Ich wusste nicht, dass so früh der erste Ausbruch kommt. Ja, die Türme lassen wir mal, wie sie sind. Jetzt sehe ich das hier unten auch. So, die halten hier nur noch alle einen Schlag aus. So, schon besser. What the fuck? Oder wir machen das anders. Ich mache hier den Slow hin und hier hinten die Tesla. Dann wird sie ja auch davon gleichzeitig noch mitgefokust. So. Machen wir das so. So sieht es doch besser aus. So, weiter sammeln. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, also es macht durchaus Laune für die Leute, die sich vielleicht auch überlegen zu kaufen. Ihr könnt die Sachen natürlich auch alle anders angehen wie ich jetzt. Wieso kommen die eigentlich hier mitten aus der Lane raus? Los, los, raus! Sollte passen. So. Pick, fertig. Uff. Ist jetzt auch nicht so teuer, das Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer es war. Wir kriegen unsere Münzen. Und wie es weitergeht, Leute, erfahren wir im nächsten Part. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.